also hier hätten wir Keshal Angra. Allerdings sieht man natürlich nur den kleinsten Teil davon, denn Keshal bedeutet unterirdische Festung. Insofern ist das, nun ja, nur die Hütten, die über der Erde liegen. Ach, wie herrlich still es hier ist im Vergleich zum Rest der Stadt. Und niemand will uns irgendwas verkaufen. Alle, ihr. Einer der Zwerge hat wohl eine riesige Armbrust auf seinem Rücken, ist über und über tätowiert und spielt da wohl gerade mit einem Drachenzahn unter seinen Fingernägeln und schnippt sich da so ein bisschen Dreck weg. Ich bin Mogrian, Sohn des Mogrolosch. Wer seid ihr? Amgrosch dem großen Bruder, ich bin Boltax. Vielleicht hast du schon einmal von mir gehört, aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Und das sind meine Freunde. Das hier ist Jalan, und das hier ist Isarun, und das hier ist Rafim, und das hier ist Abelmir. Und was wollt ihr her? Ja, wir sind von Albrax empfohlen worden. Er hat uns gesagt, dass es hier fantastische Sehenswürdigkeiten gäbe und dass die Architektur hier seinesgleichen sucht. Und ich meine, wenn ich schon... so ein bisschen die Augen zusammen. Albrax! Der alte Knauser war seit 100 Jahren nicht mehr hier. Lebt er noch? Ja, natürlich. Ihm geht's gut, ist ja immerhin Hochkönig, hat viel zu tun. Aber zuletzt haben wir vor 2 Jahren den Schwarzen Drachen gemeinsam gezogen. Ach, das war ein großer Sieg für alle Zwerge, nicht wahr? Angeber. Ja, ein bisschen was muss man ja auch vorweisen können, nicht wahr? Seid ihr sicher, dass ihr nicht zu den Brian-Zwergen wollt? Er spuckt aber immer aus. Och, zu denen werde ich auch noch gehen. Immerhin ist es ja meine Pflicht, für alle Zwerge da zu sein. Also wenn ihr etwas auf dem Herzen habt, dann könnt ihr es mir sehr gerne mitteilen. Wenn euch etwas bekümmert, ihr irgendwelche Verluste habt, die ihr zu beklagen hättet. Wir können uns die ganze Zeit nehmen und darüber sprechen, ein gutes Bier trinken. Nee. Na gut, dann nicht. Aber wir würden uns trotzdem gerne die Unterstadt anschauen. Und wer wäre da prädestinierter als Zwerge? Wer kennt sich unter der Erde aus? Wir natürlich. Ganz ehrlich, ich habe so viele interessante Sachen gehört. Es reizt mich schon sehr, das zu sehen. Glaubst du wirklich, wir spielen jetzt hier für euch den Führer? Ist das hier mit Gabolosch abgeklärt? Vielleicht sollten wir erst mal mit Gabolosch reden. Ah, na gut. Ah, wir können auch jemanden rumbringen, wenn das nicht stimmt. Ja, klar. Weil wir sind Zwerge. Dann kommt mal mit. Ja, ihr führt euch direkt in das nächstgelegene Haus, einen der Kuben. Die könnt ihr wohl erkennen, wie 2 andere Zwerge hinter den Spalten saßen und mit den Armbrüsten auf euch anvisiert hatten. Gibt dann eine Treppe nach unten. Ihr könnt steigen und steigen und steigen, beziehungsweise nach unten ins Innere der Erde. Es wird immer kälter, bis ihr dann in einer gewaltigen Kaverne wieder nach draußen kommt. Ihr könnt die Decke nicht mehr ganz erkennen. Ihr wisst nicht genau, wie viel Stockwerk ihr nach unten gegangen seid, aber der ganze Berg ist voll ausgehöhlt und überall um euch herum erklingt das Hämmern von Schmieden und irgendwelche mechanischen Apparaturen, die hier herumlaufen, irgendwelche riesigen Zahnräder, vielleicht gewaltige Uhren, würde Abel mir meinen. Alles ist irgendwie mechanisiert und nach einer kurzen Führung durch die Stadt über ein paar Brücken, die hier wohl auch gespannt sind, würdet ihr dann bei einem großen Tisch stehen bleiben, aus Stein gefertigt, wo dann ein, Boltax kann das erkennen, ungefähr 250 Jahre alt wird er wohl sein, ein Zwerg steht, der euch mürrisch zunickt. Angrosch zum Gruße. Angrosch zum Gruß. Ich bin Gabolosch, Sohn des Gabosch. Ich bin Boltax und das sind meine Freunde Isarun, Rafim, Jalan, das hier ist Sulamin, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, sie kommt hier aus der Stadt und das hier ist Abelmir. Wir sind auf Empfehlung von Albrax hier. Die Drachentöter. Gut, genau. Gut. Willkommen. Hab Dank. Zunächst einmal möchte ich euch natürlich auch das gleiche anbieten wie
anderen Zwerg. Wenn ihr Probleme habt, wenn es etwas gibt, worüber ihr gerne reden wollt, wenn euch etwas belastet, so werde ich euch immer ein offenes Ohr und Draht und Hart zur Seite stehen. Ah, Drachen, überall Drachen. Ja, dann weiß ich, wie ich helfen kann. Wir schlagen die Drachen. Das sehr gut. Sehr gut. Im Rastolzball. Wir wissen, wo mindestens 5 von ihnen sind. Oh, tatsächlich. Das muss ich mir notieren. Bringt sie alle um. Ja, das werden wir. Könnt ihr mir die genauen Koordinaten geben? Ja, das werde ich sicherlich tun. Wir haben noch eine etwas genauere Karte bei Angralosch, aber... ich werde eine Karte bringen lassen. Morgrean, hol mal die Karte für Beutax. Boah, seht ihr, wie sich unser Aktivurlaub gerade um ein Hundertfaches verbessert? Wir gehen auf Drachenjagd. Also wir bringen Beutax sie nicht um? Nein, wir bringen sie nicht um. Geh weg jetzt, Morgrean. Ja, der tätowierte Zwergenkrieger geht dann einfach ohne ein Wort des Grußes und so seid ihr dann alleine mit, ja, es ist kein Bergkönig, weil es kein Bergkönigreich ist, aber mit dem Anführer Garbolosch. Garbolosch, außerdem würden wir gerne Altach, so heißt es hier doch, oder? Altacht. Altacht würden wir gerne besichtigen und zumindestens ein Stückchen davon uns anschauen. Und wer kann uns hier unten besser führen als einer unseres Volkes? Ist jemanden, den ihr empfehlen könntet? Ja, sicherlich. Wir haben den einen oder anderen Führer, der sich in Altacht ein bisschen auskennt, aber das meiste haben wir schon geplündert, was da von Wert war. Oder zerstört. Ja, es geht ja nicht ums Plündern oder Zerstören. Wir wollen uns das Ganze angucken. Kneift seine Augen zusammen. Warum soll es denn sonst gehen? Ja, ich möchte mir die Sachen anschauen und die beiden Magier sind sicherlich auch sehr daran interessiert und der da war mal Gewalter, der hat immer so ein Interesse an Mosaiken. Ich weiß nicht warum. Also, die Mosaike haben wir alle vernichtet. Drachen. Überall Drachen. Nein. Ich habe am Eingang eine drachische Rune gesehen. Also als wir reingekommen sind, versah und ich habe sie gleich schön zerrüttet. Ja, so muss das sein. Warum sollte ich mir irgendwelche Gänge angucken? Was, das ist doch eine einmalige historische Gelegenheit. Überlegt doch nur einmal die Historie dieser Stadt. Habt ihr zugehört? Es ist nichts mehr vorhanden, was anzuschauen wäre. Boltox möchte da runter, also gehen wir mit ihm da runter. Na gut. Ja, sehr schön. Das neues Futter für Altacht. Was? Das sagt man so. Ah, wahrscheinlich, weil ich Preios Blumenkerne dabei habe. Deine Zwerge sind nicht lustig. Ah, geht so. Ach, egal. Auf jeden Fall, wer ist denn der Zwerg oder die Zwergin, die uns dort hinunterführen könnte? Du alte schwerer Nütter. Oh, naja, ein Drachentöter muss ja schon auf was sich halten, ne? Ich kann dir Cordy mitgeben. Tochter von Herdetta. Oh, das klingt gut. Breite Hüften. Oh, das ist gut. Das... sehr schön. Dann bedanken wir uns ganz herzlich und wir werden uns dem Problem mit den Drachen annehmen. Gut. Wollt ihr sonst noch was? Wird mal die anderen anschauen. Gibt es noch etwas? Wie tief ist dieses Gangsystem? Wir haben bisher uns auf 8 Stockwerke runtergearbeitet. Das ist tief. Und erstreckt sich über die ganze Stadt? Vor allem auf den Berg. Da, wo die Dämonenbeschwörer wohnen. Ah. Gegen die führen wir übrigens auch Krieg. Das tut mir leid für euch.
Sehr löblich. Finde ich gut. Gerüchten zufolge erstreckt sich die Unterstadt sogar unter dem Gardang hindurch. Nach Al-Uruch. Was ist Al-Uruch? Die Totenstadt. Sie liegt vor den Toren. Gegen die führen wir auch Krieg. Ich bin mir sicher. Da lebt doch niemand mehr. Ich bin mir nicht sicher, ob es klug ist, unter einem Bohrenanger zu graben. Nur wenn man tief genug gräbt, wird man wohl auf keine Leichen stoßen. Sie haben angefangen. Sie haben uns als Hasses angegriffen. Es gibt Schlimmeres als Leichen. Erinnert ihr euch, was wir das letzte Mal unter einem Bohrenanger gefunden haben? Ich fand das jetzt nicht so schlimm. Und ich kann mich an die Gule erinnern. Nicht schön. Hey, du da, Fettsack. Kommst du morgen in der Arena? Abelmir, der Mann spricht mit dir. Ich glaube, er meint dich, Rafim. Wieso sagen eigentlich alle, dass ich bin gar nicht... Ja gut, ich habe 1-2 Kilo zugenommen, aber ich bin auch nicht mehr so viel rumgekommen. Ich glaube, Polygon füttert dich so gut. Oh ja, da gibt's ganz feine Sachen. Krokodil. Ja, Zwergenmann. Ich habe nicht direkt aufgepasst. Wie heißt du nochmal? Ich bin der Patriarch, Gaborosch. Ich bin der Ehrenmeister vom Stein. Ich bin Rafim. Kämpfst du morgen in der Arena? Ja, vielleicht. Also, wenn es so weitergeht, bin ich morgen vielleicht zu kaputt, um da zu kämpfen, weil irgendwie prügeln wir uns hier ständig und das ist eine ganz tolle Stadt. Ich werde Morgrian sagen, dass er dich töten soll. Nickt er dir anerkennend zu. Oh, das ist nett von euch. Ja, ehrlich und freundlich. Wer ist denn Morgrian? Ich glaube, das ist der Tätowierte, der gerade weggegangen ist. Ja, so eins habe ich auch. Hier auf den Arm habe ich es mir machen lassen. Damals noch bei den Zwergen. Sehr schön, die Dinger. Auf jeden Fall. Gucken wir uns jetzt noch die... Was auch immer da unten ist, ich habe keine Ahnung. Altacht. Ja, die alten Sachen. Altacht, nicht alte Sachen. Aber mir, ich lerne das in diesem Leben nicht mehr. Akzeptiere einfach, dass ich es alte Sachen nenne. Können wir uns jetzt die alten Sachen angucken. Da müssen wir vielleicht erst einmal mit unserer Führerin sprechen, ob sie heute dafür noch Zeit hat. Die Zeit ist doch ein wenig fortgeschritten heute schon, oder? 15 Uhr haben wir sicherlich. Das ist nicht spät. Aber wir im Urlaub. Ja, und vielleicht hat diese Zwergin eben keine freie Zeit. Wir müssen erst einmal mit ihr sprechen. Genau. Verehrtes Väterchen, wo finden wir denn die Zwergin? Ja, ich hol sie, ich lasse sie holen. Wartet ihr. Und damit stiefelt er los und lässt euch an diesem steinernen Tisch zurück. Ihr könnt neben euch immer noch die riesigen Brücken sehen, die Zahnräder und es ist viel zu groß dafür, dass hier nur so wenige Zwerge laufen. Wie liegt mein Bart? Ist der gut? Sieht gut aus. Habt ihr Angor Schmieder nicht vergessen? Wann sehe ich Angor Schmieder denn schon mal wieder? Und vielleicht lerne ich ja hier eine nette Zwergenfrau kennen, wer weiß. Also. Sagt ihr nicht immer, dass ihr Zeit habt? Ja, aber. Außerdem, das schließt sich doch gar nicht aus. Das kann man jetzt so nicht. Also, nein, wir Zwerge sind da auf eine Sache fixiert. Ich glaube, ich muss Angor Schmieder wenigstens mal fragen, was sie davon hält. Was? Nein! Oh Gott, nein! Abelmir, bitte nicht. Das wäre doch sehr... Was denn? Der arme Boltax wird doch wohl wenigstens noch mit anderen Frauen reden dürfen. Ja, natürlich. Also, Boltax, soll ich irgendwas sagen, damit du gut aussiehst? Praktisch, dass ich dich unterstütze. Erzähle vielleicht von unserer heroischen... Von der Armbrust. Ja. Das wird sein. Und dass du dich sofort bereit erklärt hast, hier mit dem Drachenproblem zu helfen. Ja, das wäre auch gut. Genau. Wie gedenkst du eigentlich, das mit dem Drachen anzugehen? Ja, wir gehen in den Stuhlswall und töten die Drachen. Ich bin nicht hier, um noch einmal den Drachentöter zu geben. Ja, dann, es ist ja kein großer. Wir können ja auch einen kleinen umbringen. Währenddessen könnt ihr sehen, wie der tätowierte Zwerg wieder auf euch zukommt. Morgrian, er spielt immer noch mit seinem Drachenzahn, hat aber wohl eine große Steintafel, also eine Karte in der Hand, und würde sie euch dann auf den Tisch legen und sich dann wieder umdrehen.
kurz bevor er dann über die Brücken wieder weggegangen ist, dreht er sich nochmal um. Achso, wenn ihr die Ferkinderkrieger unterwegs noch erschlagen wollt, macht das ruhig. Die Bahnen an Grashan sind ziemlich wild. Viel Spaß, Draco. Ah, beim Fall des Drachen. Das werden wir haben. Guckst auf die Steinplatte und kannst wohl sehen, eine Karte mit zwergischen Runen drauf, graviert. Du kannst erkennen, wie das Viertel nicht von Fasar selber, aber Keshal Angra ist wohl drauf. Du kannst Angra Losch erkennen und von da aus dann eingezeichnet über Minenpfade die Wege zu 5 verschiedenen Drachenhorten. Du kannst auch noch sehen, wie da wohl Diamantenminen eingezeichnet sind. Sind das vielleicht die Blutdiamanten, von denen der Händler vorhin gesprochen hat? Interessant. Was steht denn dort? Ich kann leider keine zwergischen Runen lesen. Das sind. Das ist eine Diamantenmine. Das sind wohl die Horte der Drachen. Wie soll ich das einmal abzeichnen? Wie wollt ihr denn diese Steinplatte mitschleppen? Oh ja, das wäre ganz hilfreich, dieser Runen. Das ist eine sehr gute Idee. Ja. Du hilfst mir dann dabei, diese Runen zu übersetzen, ne? Dann schreibe ich das direkt hier daneben. Genau. Das ist Keshal Angra, also wo wir hier sind. Und da steht die Diamantenmine. Warte, ich muss erst noch den Gipfel einzeichnen. Oh ja. Das werden wohl die Minen von Kerime al-Shadida sein. Ja, zeig mal. Ich glaube, ich weiß, wo wir da ungefähr sind. Ah, gut. Ja. Und das hier ist der Hort. Ja? Ich würde mal Yalan kurz zur Seite ziehen und ihm so flüstern: Yalan, du kannst doch für deinen Bruder mal einen Drachen töten, damit er gut aussieht vor den Frauen. Also wirklich. Der hat ja auch viel für dich getan. Da kannst du dich ja mal ein bisschen anstrengen. Wir sind im Urlaub. Drachen ist sind gefährlich. Ein kleiner Drache. Ein kleiner. Nur damit er ein bisschen was hat, was man vorzeigen kann. Wunderbar. Ich schwöre dir, Rafi, wenn ich das bereue, werde ich es dir anlasten. Ja, das ist kein Problem für mich. Für Tachko Dudu. Oh, Gesundheit. Ich hab doch mal mit Yalan gesprochen. Wir freuen uns jetzt alle auf die Drachenjagd, Boltax. Das wird wunderbar. Apropos, steht dabei, was für Drachen es sind? Steht es dabei? Nee, steht nicht dabei. Nee. Wenn es dabei steht, kann ich es nicht lesen. Herr Nieder, vielleicht müssen wir es kreuzreferenzieren. Im Isinde-Tempel zum Beispiel. Das wäre eine gute Idee. Oh, ich erinnere mich, wo wir in Aranien waren, in dieser... Oh ja. Speziellen Kammer. Da haben wir auch Drachen aus dem Rastulzwall getroffen. Ah. Ja, aber die wären doch eigentlich sehr nett. Sie waren sehr gebildet. Ja, aber das bedeutet nicht, dass sie nett sind. Ich Bildung. Fand aber schon, dass sie nett waren. Sie haben sich mit uns unterhalten, ohne uns irgendwie blöd irgendwas zu sagen. Also sie hätten ja auch sehr arrogant sein können und sich nicht mit uns Sterblichen unterhalten wollen, aber sie waren sehr nett. Vielleicht lag das auch einfach an dem Ort, an dem sie sich befunden haben. Vielleicht mussten sie da nett sein, weil ich weiß nicht. Wollen wir das Drachenthema vielleicht auf später verschieben? Sulamin sieht sich ein wenig nervös um. Denn das sind keine Verbündeten von ihr. Alles gut. Wir sind ja noch ein paar Tage in der Stadt, da kommt man ja mit Sicherheit noch mal zu. Richtig. Wir müssen die Drachen auch nicht sofort jagen. Wenn das in den nächsten 10, 15 Jahren passiert, ist alles gut. Ja, das kriegen wir hin. Oh, das richtig, ist so, ich vergaß, in was für Zeiträumen ihr denkt. So, das sollte reichen. Ich habe mir diese Karte eingeprägt. Oh, das ist sehr hilfreich. In der Tat.
Ja, so könnt ihr sicherlich noch eine halbe Stunde euch umsehen, euch leise unterhalten und darauf warten, dass eure Führerin kommt. Und tatsächlich könnt dann hören, wie Holz auf Steine klingt. Und dann kommt eine kleine Zwergin mit breiten Hüften auf euch zu, mit Holzschuhen, die dann auf dem Steinboden klackern. Verbeugt sich dann kurz und höflich vor euch. Guten Tag, Angrosch zum Gruße, ich bin Cordy. Angrosch zum Gruße, ich bin Voltax. Das sind meine Freunde. Das hier ist Isarun, Raffin, Kalan, Zulenin und der gute Abelmir. Ja, und der Patriarch hat gesagt, ich soll euch jetzt nach Altacht führen. Oh, das wäre ganz furchtbar nett von dir, weißt du. Und wenn du dir für uns Zeit nimmst, was würden wir sehr... also wir würden uns sehr freuen. Ja, irgendwas Besonderes, was ihr sehen wollt? Nein, wir vertrauen da voll und ganz deiner zwergischen Intuition. Wie wäre es, wenn du uns die ältesten, vielleicht noch ungeplünderten Städten zeigen könntest? Ja, kann ich mal machen. Komm mit. Und damit klackert sie wieder mit ihren Holzschuhen über den Stein. Ohne dass sie sehr gesprächig ist, könnt ihr ihr folgen und über lange, lange Brücken, ja fast 30 Schritt noch einmal weiter nach unten steigen, in einem Gewirr aus Gängen, was euch sämtliche Orientierung raubt. Gerade Raffim wird dann noch so ein bisschen mit seinem inneren Kompass zu kämpfen haben. Bist du nicht mehr genau sicher, ob ihr, ja, wo ihr seid, wie tief ihr seid. Ihr werdet sicherlich irgendwo noch stehen, aber diese uralten Gänge, überall rieselt Staub, ihr könnt auch so ein paar eingebrochene Gänge erkennen und seid euch nicht ganz sicher, ob das natürliche Höhlen sind oder ob die alten Gänge, die alten Kavernen, vielleicht sind es auch eingestürzte Häuser, ob das so noch hält. Sicherlich wird das ein oder andere Mal in den Jahrtausenden schon mal runtergebrochen sein, wieder nachgestützt. Mal mit Holz, mal mit Pilzen, mal mit Stein, mal mit Metall. Und ihr könnt dann erkennen wohl, während sie mit ihren Holzschuhen umherläuft, wie sie sich wieder mit einer Steintafel orientiert, die sie in ihren Händen hält. Selber wohl eine kleine Karte, damit sie sich in dem Gewirr aus Gängen zurechtfinden kann. Und... ja, immer mal wieder raschelt es, vor allem auch hinter dem Schutt. Da wird wohl nicht von Ratten kommen, das wird wohl größer sein. Besonders stickig hier drin, immer mehr Ruß ist es nicht, aber einfach alter Staub, der dann runterrieselt. Und ja, irgendwann, ihr wisst nicht genau, wie lange ihr gegangen seid, steht ihr dann in einer großen Kammer. Achteckig, zu jeder zwei Seiten könnt ihr sehen, dass es da wohl verrostete Fackelhalter gibt. Es ist eine Halle, die wohl aber auf menschlichen Maßstabs ist und nicht von Zwergen. 20 mal 20 mal 5 Schritt von der Deckenhöhe. Und ihr könnt uralte, vergessene große Steinquader erkennen. Das sind wohl Sarkophage, die hier stehen. Erinnert euch vielleicht auch ein bisschen an den Keller, den ihr in Garad gesehen habt. Feine Rinnsale, kleine weiße Schimmelspuren, die dann hier klaffen. Die Sarkophage sind wohl auch eingeschlagen von Pickaxen und liegen dann so ein bisschen auf dem Boden und können noch feucht, schimmelig und glitschiges Moos erkennen. Und den ein oder anderen Skorpion, der dann hier herum läuft. Und obwohl es so kalt ist, ihr könnt dann auch erkennen, wie es in der Mitte ein Relief gibt von einer großen Skorpion-Figur. So, das ist irgendwie das Grab von einem diamantenen Sultan oder so. Kopter, mehr wissen wir nicht. Ich würde mal auf diese Stele zuschreiten. Sorgfältig beachten, dass ich nicht auf Skorpione trete oder von ihnen gestochen werde. Und ja, steht dann. Gucken mal an und mal ganz nah rangehen und mal probieren, diese Schrift zu lesen. Das ist mal so eine Schärfeprobe. Tasten. Alternativ würde Zwergennase natürlich auch funktionieren, aber ich weiß, dass du es nicht hast. Ja, du gehst über den Boden, achtest auf die Skorpione und während du dann kurz vor einem der Stelen stehst, der Fackeln, kannst du es klicken hören und der Boden gibt unter dir einen halben Zentimeter nach. Ich würde zurückspringen. Ja, du springst zurück.
Es passiert nichts. Vielleicht solltest du da nicht mehr dran fassen. Leute, hier sind Fallen. Ja, aber offenbar wurde sie schon ausgelöst, oder? Hoffentlich. Oh, sieh mal, hier liegt noch ein skelettierter Arm. Ach, bestimmt haben so kluge und weitsichtige Zwergen wie unsere gute Führerin hier das Ganze schon vor Urzeiten deaktiviert, damit wir uns so etwas anschauen können. Ja, genau, wegen euch. Die Fallen haben wir wohl gefunden. Sie deutet auf ihre Nase. Dafür haben wir Näschen. Aber, was wir mit diesem Raum hier anfangen sollen, wissen wir nicht. Wir haben, wie gesagt, diese Sarkophage eingeschlagen. Das war aber vor meiner Zeit. Was wisst ihr, was auf dieser Stele steht? Das Urtod Amitya. Dann. Ich würde noch probieren, näher ranzukommen und jetzt sorgfältig auf den Boden achten. Ja, du siehst wohl auch noch so einige Löcher am Boden. Ja, ungefähr. Wie groß werden die sein? Auch wieder einen halben Zentimeter. Mehrere Löcher nebeneinander. Kannst mal auf. Ja, Mechanik oder Feinmechanik? Darfst du mal beides würfeln? Also erst Mechanik und dann Feinmechanik oder umgekehrt? Such es dir aus, kannst auch beides würfeln. Schauen wir mal, was du so entdeckst. Sie deutet dann an eine der Stelen, zermalmte wohl gerade währenddessen mit ihren Holzschuhen einen Skorpion und schmiert da wohl so ein bisschen grünes Blut über die Steinfliesen. Und du guckst sie gerade an, das ist wohl eine Falle, allerdings keine Pfeilfalle, sondern eher sowas wie Säure, die dann aus dem Boden nach oben schießt und dann, wenn du dann auf diesen Löchern stehst, dir ja die Beine wegätzt. Kannst du noch eine weitere Falle erkennen, die wohl so ähnlich ist, allerdings dann mit Stacheln? Interessant. Na dann schauen wir mal, was hier so sorgfältig bewahrt wird. Ich würde mal probieren, diese Schrift zu lesen auf der Stele. Urtod Amitya hast du, ne? Yep. Bülmaresch und auf einer zweiten kannst du Bümazar erkennen. Das ist wohl ein Ehepaar, ein göttliches Ehepaar. Sagt mir sowas? Ja, Sagen und Legenden oder Götter und Kulte plus 15 mindestens. Sagen, Legende plus 15. Sagen und Legenden nicht plus 15, da kannst du einfach mal Sagen und Legenden drauf würfeln oder Götter und Kulte plus 15.